So, hi Leute, hier ist der Thomas von Thomas Plasche Fotodesign bzw. naturfotocamp.de und ich begrüße euch heute Abend hier zum weiteren Tutorial, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es eine Sache, wie ihr coole Bilder, Landschaftsbilder machen könnt in der Dämmerung, späten Dämmerung bzw. in der Nacht. Ich habe mir hier einen Spot rausgesucht, den habe ich schon einige Male tagsüber besucht. Das ist ein kleiner See hier in der Nähe vom Bodensee. Und hier führt so dieser Weg entlang über so eine zerfallene Holzbrücke. Was ich machen möchte, ist, man könnte das als eine Art Light Painting bezeichnen, aber es ist nicht das klassische Light Painting, wie ihr es vielleicht kennt oder wie es sonst bekannt ist mit Taschenlampen und allen möglichen Dingen. Was ich machen möchte, ist, ich möchte die Landschaft hier ausleuchten. Das hat ein paar Vorteile, und zwar könnt ihr dadurch störende Dinge, die sonst am Tag vielleicht dieses Bild hier jetzt stören würden, könnt ihr in der Nacht ausblenden, weil die einfach in der Dunkelheit letztendlich verschwinden. Ja, was ich machen werde, ich habe jetzt hier einmal auf der Kamera schon die Videoleuchte montiert. Die werde ich vielleicht nachher verwenden. Ich habe noch eine kleine Taschenlampe dabei, so eine Maverick M10. Das ist eine ziemlich coole kleine Lampe, nicht teuer, kostet nicht viel Geld und kann man auch so immer gut gebrauchen. Und und die werde ich dann hier verwenden. Ich werde jetzt hier nachher wahrscheinlich ein bisschen diesen Baum hier anleuchten, im Hintergrund diesen Steg. Das Ganze werde ich so mit 30 Sekunden immer jeweils belichten. Bei ISO 100 Blende werde ich jetzt mal schauen müssen bei der ersten Aufnahme, was sich da ergibt. Ihr könnt es übrigens versuchen, in einer Aufnahme sowas hinzubringen, muss aber nicht unbedingt sein. Wenn ihr ein Programm habt wie Photoshop oder GIMP und ihr kennt euch da aus, dann könnt ihr das auch in mehreren Aufnahmen machen und diese Aufnahmen später über Ebenen zusammensetzen und so praktisch daraus ein Gesamtbild machen. Ja, diese Post-Production, die werde ich euch dann natürlich auch noch zeigen dazu, aber jetzt lasst uns erstmal starten. So, ich bin jetzt durch, ein paar Mal hin und her gerannt. Ich habe das zum Teil hier mit dem Video mitgeschnitten, habe das gesehen, wie ich immer nur einzelne Stellen immer wieder so beleuchtet habe. Ich habe das jetzt in mehreren Aufnahmen gemacht und ja, werde jetzt mal nach Hause fahren, mal schauen, was dabei rauskommt aus dem Ergebnis. Lasst euch überraschen. Und einstweilen könnt ihr ja schon mal probieren an einem Einzelbild. Also wie gesagt, so eine kleine LED-Taschenlampe, mit der kann man ziemlich viel machen. Komfortabler oder noch größer geht es natürlich mit so einem LED-Videolicht. Das ist von Yongnuo nicht so wahnsinnig teuer gewesen. Aber da kann man ziemlich coole Sachen machen, so in der Landschaft. Und lasst euch vom Ergebnis überraschen und bis dahin wünsche ich euch schon mal viel Spaß.